Guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich habe gehört, Sie sind schon voll in der Finanzkrise drin. Darf ich mal fragen, wer hat denn hier von Ihnen zu Hause mehrere Barren im Keller liegen? Wer mal vielleicht mal klatschen und juhu, die Adresse dazu. Ah, jawohl. Okay, also es wäre schon toll, wenn man in dieser Zeit was Wertvolles zu Hause liegen hat. Ja? Wir haben einen Jugendlichen zu Hause liegen. In einem Sitzsack. Da liegt er seit 2-3 Jahren, liegt er da in diesem Sitzsack und weiß nicht, was wir für den noch kriegen würden. Ja? Er ist ja auch leider nicht mehr im Bestzustand. Er liegt da, der wird da ewig liegen. Ja? Ich glaube schon, dass er eine Ausbildung schaffen würde. Wir haben natürlich im Moment Angst, meine Frau und ich, wir haben Angst, dass er eines Tages mal kommt und dann sagt, ich mache eine Ausbildung als Sitzsack. Ja? Das wäre natürlich nicht so gut. Aber er war mal früher, als er noch geredet hat. War das ein nettes Bürschchen. Ja? Also ich würde mich schon freuen, wenn er mal einen Beruf ergreift, vielleicht irgendwas mit Tieren oder so. Ja, wenn man in sein Zimmer kommt, da riecht es so ein bisschen nach Vogelkäfig. Ja? So Puma, vogelartig. Vielleicht wird er Tierpfleger. Ja, das wäre wirklich das Richtige. Tier- oder Hühnerpfleger. Der brütet da auch irgendwas aus, glaube ich. Ja, so einen Erwachsenen, ja, im besten Fall brütet er da vielleicht an einem Erwachsenen. Also es wäre schon toll. Ja, wir haben also, neulich kam meine Frau mal und hat gesagt, komm schnell, ich glaube, er steht auf. Und da sind wir sofort hin, ja. Und dann hat sich in dem Sack, hat er sich so aufgestemmt mit beiden Armen, hat er sich so hochgewuchtet, ja. Und dann hat er einen fahren lassen. Der Stinker, ja. Also meine Frau sagt immer, du musst mit ihm im Gespräch bleiben, ja. Wir müssen den Kontakt halten. Und ich sage, der kann uns gar nicht hören, der hat die Stöpsel im Kopf, ja. Und dann bin ich hin und habe so aus einer Pappe, habe ich dann so einen Monitor ausgeschnitten, ja. So eine YouTube-Pappe habe ich dann praktisch gemacht, ja. Und dann bin ich hin und dann habe ich gesagt, hey, du Sack, komm raus aus deinem Vogelkäfig, ja, sonst kommst du ins Internat. Sonst schicke ich dich auf die Odenwaldschule. Und dann ging aber die Finger hoch bei ihm. Ja. Und jetzt mussten wir neulich noch mal mit ihm wegen Kommunion, mussten wir noch mal sprechen. Und da habe ich zum Schulpsychologen bin ich gegangen, habe mit denen gesprochen. Die haben gesagt, vorsichtig, behutsam annähern, der blockiert sonst. Ja. Haben gesagt, der blockiert seit 3 Jahren. Ja. Also brauche ich nichts mehr dran zu machen. Und dann habe ich mir was zurechtgelegt, so eine ganz einfühlsame Geschichte habe ich mir zurechtgelegt und bin dann hin und habe vorher, bevor ich rein bin ins Zimmer, habe ich noch eine E-Mail geschickt, dass ich komme. Und dann bin ich rein und wollte so eine ganz einfühlsame Geschichte machen und dann habe ich aber plötzlich total rumgebrüllt. Ja, da habe ich auch, was glaubst du eigentlich? Hä? Deine Mutter und ich, wir reißen uns hier den Arsch auf, wir rödeln im Haus rum, wir putzen den Garten und mähen das Unkraut, ja, wir burnen hier regelmäßig out und wir dämmen das Haus, damit ich hier rumbrüllen kann in Ruhe und das alles nur, damit du deinem Vogelsandsack sitzen kannst. Und dann bin ich raus, um nachzuatmen. Und dann hat er erst die Stöpsel rausgenommen. Und da hat es richtig, hat so ein bisschen Pfff, hat es da gemacht. Ja? Und dann hat er aber geredet. Dann hat er nämlich gesagt, hat er mich mit so einem total arroganten Gesicht hat er mich angeguckt und hat so gesagt, bleib geschmeidig. Und dann bin ich ausgerastet. Ja? Dann bin ich ausgerastet. Da habe ich überlegt, was nehme ich ihm ab? Ich nehme den iPod Nano nehme ich ihm weg, iPod Touch nehme ich ihm ab, iPod Classic nehme ich ihm weg, MacBook kommt weg. Ich zerschneide ihm das WLAN. Ja? Und dann bin ich wieder rein und habe gesagt, bis auf Weiteres hast du Stubenarrest.